Hey ho! Heute bzw. morgen gibt's mal wieder ein Pulled Pork. Naja gut, zum 100. Mal. Egal, es ist Geburtstags-Pulled Pork für meinen Schatz. 3 Kilo Schweinenacken mit Knochen gerappt und eingepackt hat das alles mein Schatz. Leider hat sie nicht mitgefilmt, das wäre wahrscheinlich bestimmt lustig gewesen, dazu zu gucken. Oder auch nicht. Vielleicht hat sie es ja auch ganz perfekt gemacht. Also eingewickelt ist es mal richtig gut. Aussehen tut es auch gut. Anweisungen habe ich ihr von der Arbeit aus per Handy gegeben. Schön mit Senf eingerieben und danach eingewappt. Ja. Was hat sie für einen Rap genommen? Moment. Da wollte ich unbedingt mal den Wanted Wild West von Roy Barbecue nehmen. Den habe ich jetzt auch schon länger hier rumstehen. Und der wird jetzt einfach endlich mal ausprobiert. Dann, damit es ja nicht immer hundertprozentig dasselbe wird, habe ich eine klitzekleine Änderung vor. Ich nehme dieses Mal keine richtige Barbecue-Soße dazu, sondern mehr so eine Ketchup-Soße. Um genau zu sein, Frittenzeug. Habe ich vom Klaus bekommen, ist die Klaus Edition. Ich weiß nicht einmal, ob es die überhaupt noch zum Kaufen gibt. So. Von Eastwood Barbecue. Schön tomatig, schön fruchtig. Und das kommt in das Pulled Pork mit rein. Ja, und dann noch etwas, eine Zutat. Aber das seht ihr dann morgen, wenn ich es ins Butcher Paper einpacke. Gut, gehen wir raus. Der Grill feuert schon und sobald der seine Temperatur erreicht hat, der Monolith übrigens, können wir dieses Monsterteil draufpacken. Also auf geht's. Ja, Kaffee muss sein. Boah, auch kurz vor 11 in der Nacht. Ja, wir sind jetzt kurz vor 110 Grad. Eigentlich Zeit, das Pulled Pork draufzulegen. Ja, auf 110 Grad werde ich den Monolith halten über Nacht mit dem Barbecue Guru. Einfach ein geiles Teil. Und was soll ich viel sagen? Ich bin zu faul in der Nacht aufzustehen. Mit dem Ding läuft der Monolith die ganze Nacht in Ruhe durch. Also wunderbar. Dann hole ich jetzt mal das Pulled Pork raus und dann können wir es auflegen. Tja, packt mal das Prachtexemplar aus und gucken wir, dass wir es drauflegen. Geräuchert wird übrigens mit Hickory Chunks. Da habe ich ordentlich was unten reingedonnert. Ah, da kommt schon. Also Schatz verpackt nicht so heftig wie ich. Das ist doch auch schon mal ganz positiv. So. Dann machen wir gleich mal hier den Grill auf. Sieht man das? Jo, das sieht man sogar noch mit. Brauche ich die Cam gar nicht schwenken. Ja, super. So, Deckel zu. Boah. Verkabeln tue ich den Nacken jetzt nicht. Spare ich mal alles. Das interessiert mich gar nicht, was der über Nacht Temperatur hat.
Wir werden es morgen früh sehen. Da wird dann das erste Mal KT gemessen. Tja Leute, ich erzähle euch gleich noch was. Aber naja, vorher gehe ich mal schnell. Oh, so. Gerade noch mal vorher das Gebläse ausgemacht, aber irgendwie stehe ich hier ziemlich schattig. Moment. Schauen wir mal, ob es besser ist. Jo, geringfügig. Gebläse habe ich jetzt gerade noch mal ausgemacht, dass der erst wieder hochkommt, auch vom Temperaturfühler her, weil sonst bläst er sich ja zu Tode und überheizt. Wollen wir ja nicht. Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt dann in Ruhe in mein Bett gehen und morgen früh, morgen Vormittag Kerntemperatur messen, Kohlen auffüllen etc. pp. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo ich euch wieder hinzuhole, wo es dann auch mit den Butcher Paper weitergeht. Und mit der Soße und mit der Zutat. Ja. Leute, wir sehen uns dann für euch gleich, für mich morgen wieder. Also dann, bis dann. Freunde, wir haben es mittlerweile 10 und was soll ich sagen, der Monolith läuft immer noch wie ein Uhrwerk. Aber jetzt ist soweit, dass wir den nächsten Schritt machen, das Pulled Pork in Butcher Paper einpacken. Dazu habe ich alles schon hergerichtet. Ich hoffe, das ist jetzt alles, was wir benötigen. Ja, gehen wir da runter, legen wir los. Werkzeug zum Rausholen, zum Kerntemperaturmessen gleich, nachher zum Verkabeln, Butcher Paper, eine Schnur zum Einwickeln, das Frittenzeug statt einer Barbecue-Soße, habe ich ja gestern schon gesagt. Ja, und die geheime Zutat, Butter. Jawohl. Dann richte ich mir das jetzt erstmal, das Butcher Paper her, dass ich dann nachher nicht extra noch zum Schnibbeln anfangen muss. Ja, komm raus, sonst fällt es auch immer durch. Ja. Leute, ich habe ein Problem. Das wird mal nicht ausreichen. Davon ist er mal auszugehen. Scheiße. Ach komm. Das darf doch jetzt echt nicht wahr sein, dass mir das Butcher Paper ausgeht. Also ich weiß jetzt echt nicht, wer daran schuld ist. Ich meinte, das letzte Mal hätte der hässliche Seestern, der Patrick, mir geholfen. Aber dass der dann das bisschen wieder da reintut und nichts sagt, naja, kann man nichts machen. Ja, muss noch mehr Alufolie herhalten, hilft jetzt alles nichts. Ärgert mich jetzt ganz gewaltig. Der Plan wäre gewesen, eben ja, die Breite etwas rum und num und dass man es da schön einpacken kann. Ja, schade drum. Wirklich schade, dass es nicht so funktioniert, wie ich eigentlich wollte. So, dann holen wir unser Schweinhalter raus.
Machen wir mal das Gebläse aus. Hui! Boah, das ist eine Granate. Wie geil ist das denn? Da liegen wir auch schon bei 71 Grad. Oh, verdammte Axt. Leute, ich könnte mich so ärgern. Ich könnte mich wirklich so ärgern. Gehen wir mal rüber mit der Cam. Also das reicht auf gar keinen Fall. Naja. Jetzt ist es so, können wir nicht ändern. Und da einfach ein paar Butterflöckchen mit drüber. Am besten ihr nehmt dazu die Sauerländer Butterflöckchen. Also die riesen Yoshis. So, das reicht. Dann eben in diesem Falle diese tomatige Soße, keine Barbecue Soße. Alles raus, alles raus. Ganz dicht muss dieses Paket nicht unbedingt werden. Butcher Paper hat ja auch etwas durchgelassen. Und dadurch, dass wir ja jetzt doch eine Alufolie drumherum haben, fällt auch das Spiel mit der Schnur weg. Tja, das Butcher Paper war eben auch von Roy Spice. Mal gucken, ob ich mir wieder von Roy Spice eins organisiere oder dieses Mal ein anderes. Das werden wir dann sehen. Was spricht das Grillei? Sind denn steigend 66. Gut, Freunde, dann werde ich jetzt hier mal schnell den Grill aufmachen. Ich habe wieder diese Liebfeuerkohlen verwendet. Übrigens die großen Stücke bis unten. Bisschen kleiner sind sie geworden, aber nicht arg viel. Ja, und dann werde ich hier mal die Kohlen nachfüllen. So schaut es da drin aus. Ich habe jetzt gerade die Asche ein bisschen nach unten. Und dann nehmen wir hier noch die restlichen Liebfeuer. Tun die da reinkippen. Hui. Und dann sollten die eigentlich bis heute Abend ausreichen. So. Dann können wir wieder zusammenbauen. Und nachher dann gleich, wenn er wieder seine Temperatur hat, das Fleisch mit drauf tun. So. Yeah.
bevor uns hier jetzt das Fleisch hier heraus komplett auskühlt, wuchte ich das natürlich auch noch mit drauf. Boah, die Hitze kommt schon wieder da drin. Ja, das Thermometer sagt mittlerweile auch 72 Grad. Im Prinzip haben wir ja jetzt die komplette Texas-Krücke, so wie sie sein soll. Wollte ich ja jetzt nicht, weil Butcher Paper wäre ja noch etwas durchlässig gewesen, die Alufolie nicht. Ah ja, hilft nichts. Leute, jetzt ist es so. So, mein Geburtstagsschatzi, hier ist der weiße Sesam, den du wolltest. Was hast du hier drin? Was ist das? Nur Schoki für die Donauwellen. Schoki für die Donauwellen. Okay. Cool. Donauwellen gibt es heute auch noch. Dann gibt es noch ein kleines extra Probiererle nachher. Ah ja, das werden dann die Donauwellen. Okay. Schatzi, willst du nicht mal Backvideos machen? Nee. Du, das lasse ich überlasse ich andere, die das besser können wie ich. Das überlässt du anderen. Du kannst es aber doch sehr gut. Das ist immer so lecker, was du da backen tust. Nun gut, aber Leute, wir schauen dann nachher wieder, wenn es mit den Brötchen, Buns oder was gibt es nachher dazu? Ich mag nicht viel, dass ich Geburtstag habe. Fladenbrot? Ja. Ah, Fladenbrot gibt es nachher wieder dazu. Okay. Also ich habe jetzt echt gedacht, die Fladenbrote sind schon in Arbeit, aber Donauwelle ist auch okay. Ui, hast du da ein bisschen viel Teig gemacht? Ja, so ein Kilo Mehl halt. Ein Kilo Mehl? Ja Leute, hier werden jetzt unsere Fladenbrote gebacken. Vorbereitet und dann erst im Backofen. Ich sehe schon, du machst es genau richtig, mein Schatz. So Freunde, die Dinger sind wirklich sehr geplättet. Ein bisschen Schwarzkümmel hier drüber. Und auf die anderen kommt dann, ach Gott, da kommt auch der Sesam drauf gleich. Und ich fall drauf. Du mischst Schwarzkümmel und Sesam. Ja. Hätten wir ja fast das Black and White gleich nehmen können von der Grillshow. So, das sind unsere Fladenbrote. Oder werden sie? Sollen sie mal. Ab in den Ofen. Nach geraumer Zeit später haben wir hier einen riesen Sack mit unseren Brötchen. Fladenbrötchen. Gut, schauen wir mal, wo es dann weitergeht. Juhu, da liegt er. Gleich ab in den Hals. So eine Donauwelle ist schon was Feines. Oder David? Mhm. Dass man dich auch mal wieder bei mir im Video sieht. Viel zu oft. Wenn es Kuchen gibt, dann kommt er. So Freunde, nach nahezu 19 oder 20 Stunden, so um den Dreh rum, war es jetzt insgesamt drauf, haben wir unser Ziel erreicht. Ich schalte mal das Gebläse aus. So. Und dann können wir unser Pulled Pork runterholen. Also dieser Effekt mit der Texas-Krücke hat jetzt oder war jetzt nicht so wirksam, weil ich weiter niedrige Temperaturen gefahren habe. Oh Mann. Soll ich helfen? Also Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, das wird zerfallen ohne Ende. So, den Deckel machen wir jetzt zu. Lassen den Grill weiter auf 100 Grad laufen
falls wir das Pulled Pork nachher nochmal draufstellen zum Warmhalten. Lässt du deine Finger da weg? Nein. Pui, aus! Aus! Ich hab Geburtstag, ich aus. Will das jetzt auspacken. Wir gehen jetzt rein und packen es ganz einfach aus. Ja, bitte schön, mein Schatz, nimm mit. Und schnell hinterher. Patricia, Klappe halten. Tada. Dann werden wir jetzt erstmal von der Alufolie befreien. Vorsicht, das ist heiß. So, dass wir dann nur noch das Butcher Paper drin haben. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir jetzt noch eine Barbecue-Soße hinzufügen oder nicht. Hauptsache, wir haben erst einmal die komplette Alufolie draußen. Ja, ne, fast. Da unten sind noch ein Fetzen drin. Ja. So. Tja, das war's dann auch mit dem Butcher Paper. Halt, hier haben wir noch einen Fetzen. Ja, darf ich? Fall of Bones, oder was? Ja, so soll es ja sein. Also unsere Knochen können wir ganz lockerlose rausnehmen. Und ich brauche jetzt irgendwas zum Zerteilen, weil das ist mal selbst mit den, ja gut, sind ja bloß Gummihandschuhe, viel zu hot. Du kannst jetzt eine normale Gabel haben oder du nimmst hier da oben die Fleischgabeln. Gib mir irgendwas. Oh, ich glaube, das müssen wir erst noch ein bisschen auskühlen lassen. Hey Schatz, was machst du da? Ich schau mal. Da fallen die Brocken weg. Aber Hauptsache, wir können die Knochen rauspulen. Geh jetzt weg da! Hey, da war Fleisch dran. Das gehört ja jetzt auch mir. Jetzt weg mit der Gabel. Ich muss jetzt doch das einfach testen. So. Also Knochen waren hier noch gut drin in dem Stück. Aber. Lecker. Also Leute, ich werde jetzt die Knochen rauspulen. Das Fleisch. Man sieht's, das zerfällt von selber, wenn es jetzt so heiß wäre. Und nachher sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, ob ich jetzt wirklich alle Knochen erwischt habe, ich weiß es nicht. Also, Pulled Pork hinterher noch ein bisschen ruhen lassen, macht in dem Falle Sinn, damit es etwas abkühlt, dass man sich nicht so die Flossen verbrennt, so wie ich jetzt. Aber ich probiere jetzt hier mal und... Man kann noch eine Barbecue-Soße dazu tun, muss man aber nicht. Ja, Schatz, bau den ersten zusammen. Leider gerade die Cam etwas angelaufen. Schön selber gemachten Coleslaw drauf. Etwas von dem Pulled Pork. Und wie gesagt, wer möchte, kann sich noch eine Barbecue-Soße drauf tun. Aber ich denke, heute mal so. Sehr lecker. Lassen wir es ganz einfach so. Und Leute, ja, den werde ich jetzt verköstigen. Und zwecks aktuell zu viel Geschrei da drin, weiche ich ja mal wieder hier im Flur aus. Naja, für schnelle Probierer geht das schon. Also hier kann man sagen, Fleischgenuss pur.
Gut, ich glaube, ich tue noch eine Barbecue-Soße raus, dass man vielleicht doch noch etwas Barbecue-Soße drauf tun kann. Dann ist es vielleicht sogar noch besser. Aber so wirklich geil. Es ist sehr lecker. Okay, Leute. Das war dann auch schon unser kleines Geburtstags-Pulled-Pork-Video für meinen Schatz. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.